Hallo zusammen, heute geht es hier um diese Steuerungen von Secop Dampfers, also früher Dampfers, heute Secop, und was Materialversorgungsprobleme jetzt Auswirkungen haben. Das ist der BD35, der meistverbaute Kompressor weltweit. Hier als Schnittmodell oder aufgeschnitten. Und hier ist die erste Steuerung mit der Artikelnummer 101N0200. Die ist Baujahr 98, 97. Die wurde dann geändert. Und die letzte aktuelle ist diese Steuerung hier, die 101N0212. Was auffällt, diese Kühlrippen, die hier noch dran sind, sind hier weg, weil die Leistungselektronik besser geworden ist. Hier ist noch die 230 Volt Version und die kann ich hier einfach auf diesen Kompressor einstecken und hier den Kompressor, den Stecker drauf und hier dann so drüber klappen. Früher waren das noch mit Kreuzschlitzschraubenzieher angeschraubt, heute sind es Trox 6, also das ist eher Feinmechanikertechnik. Und die kann man auseinandernehmen. Und das ist dann die nackte Platine, die ist vergossen, die ist eingegossen, die ist auch wasserdicht. Aus diesem Grund kann man den auch locker mal unterm Fahrzeug deponieren. Und wir haben hier eine kleine LED drauf, die zeigt uns die Störungen an. Da verlinke ich euch ein anderes Video. Und neu, wir haben Versorgungsprobleme oder Secop kann diese Steuerungen nicht liefern. Und jetzt kommt diese Steuerung von Secop, die sieht komplett anders aus. Ist auch beschriftet Secop 101N0224. Ist hier mit 4 Kreuzschlitzschrauben zugeschraubt. Und jetzt achte mal innen drin, hier ist Wärmeleitpaste drauf. Das Ding ist nicht versiegelt, also das unterm Fahrzeug laufen zu lassen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Der Stecker ist der identische, aber sie ist nicht lackiert, nicht getaucht, von dem her nicht unbedingt wasserdicht, würde ich jetzt die Finger davon lassen. Hier ist diese LED rot. Wenn ich hier jetzt so eine Batteriebox nehme, ich habe hier ein Kabel dran, ich schließe die hier so an, Thermostatenbrücke, also ein Widerstand. Und ich weiß nicht, ob man es dann sieht. Hier ist eine LED, die jetzt dreimal blinkt. Dreimal blinken heißt Motorstartprobleme. Ich habe gar keinen Motor dran, wegen dem kann der auch nicht starten. Aber wenn man das dann so eingebaut hat, das ist in der Box drin. Ihr müsst also die Box demontieren am Kompressor, damit ihr reinseht, wenn das Ding blinkt. Ja, das ist die neue Steuerung oder eine Notlösung, weil diese nicht oder in zu mangelnder Stückzahl gefertigt werden kann, weil irgendwie eine Komponente darauf fehlt. Und jetzt kommen die hier in diesem Teil, gefällt mir nicht so, aber was wollen wir machen? Wir brauchen Steuerungen. Es hat keinen Sinn, wenn ich nur Kompressoren kriege und keine Steuerungen, weil und irgendwie selber eine chinesische Steuerung irgendwo einzukaufen, bringt nichts. Ich mache euch hier einen Link über diese Störungs-LED. Habe ich ein Video gemacht. Und wir können jetzt wieder liefern, dank chinesischer Steuerung. Die andere kommt auch aus China, egal.
und ich wünsche euch einen schönen Tag.